Ihr bringt euch alle selbst ins Grab. Mal gucken, was Justin hier sagt. Ich mag Justin, let's go. Justin Mujal TV, oh. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kurze Entschuldigung, dass, wenn die ein oder andere Schweißperle über mein Gesicht läuft. Ja, natürlich kannst du mich in Wuppertal mal treffen, selbstverständlich. Ich verstecke mich doch nicht. Es hat gerade gefühlt 40 Grad hier in dem Raum und trotzdem haben wir uns versammelt, um ein Video für euch zu drehen. Und zwar soll es heute um das Thema gehen. Welche Steroide soll ich nutzen, Ich esse immer an Rest Days weniger wenn ich... Kalorien als an Trainingstagen. Ich. Und dasselbe mache ich auch bei meinen Coaching-Leuten. Einfach weil das Pre-, Intra- und Post-Workout mehr Kalorien enthält. Und ich finde, wenn man weniger Aktivität hat, sollte man auch, braucht man nicht so viele Kalorien. Aber viele Wege führen nach Rom, macht jeder anders. ab- oder zunehmen möchte? Und diese Frage kriege ich ziemlich häufig auf Instagram gestellt und ich beantworte jedes Mal, beim Aufbauen braucht ihr einen Kalorienüberschuss und beim Abnehmen ein Kaloriendefizit. Und das Amen. ist auch ziemlich simpel, denn wenn man mal tiefer in die Materie geht, machen alle Steroide das Gleiche. Sie binden an den Androgenrezeptor und haben dann eben noch ein paar andere sekundäre Eigenschaften, die eben zum Beispiel bei Trenbolon sind, dass man beim Muskelabbau geschützt wird. Oder vor dem Muskelaufbau, Abbau geschützt wird oder zum Beispiel bei NPP, DK einfach ein bisschen mehr Wasser einlagert und da auch die Kollagensynthese. Keine Ahnung, worüber der da redet, ne? Über diese Thematik, da weiß ich nichts. Kenne mich nie aus. Ankurbelt. Da ist Max Matz und Justin der richtige Ansprechpartner für solche schlimmen Themen. Und ja, darum soll es heute gehen. Ich will mich ein bisschen drüber auskotzen, dass die meisten Menschen immer denken, sie müssten Stoff A oder B nehmen, um Muskulatur aufzubauen oder abzunehmen, beispielsweise in der Diät. Typisch Masteron-Train und Aufbau NPP oder DK. Nehmen natürlich die Habe ich so gelesen. Enhanced Bodybuilder ein paar Dinge, um die Diät zu unterstützen, beispielsweise Clenbuterol. Also ja, die Fatburns natürlich, darf man nicht vergessen, ne? Ist ein Präparat, das dafür sorgt, dass hier zum Beispiel der Puls. Bruder, ich bin auf Train, ich mache Diät, Bruder, ich mache Masse, Bruder, ich mache nur 3 bis 5 Wiederholungen und nehme DK. Beziehungsweise dass DK der Solo. Puls ein bisschen höher ansteigt und ihr dadurch natürlich ein bisschen mehr Der typische McFit-Pumper. Fett verbrennen könnt. Aber das ist eben nur ein Unterstützer. Ihr müsst trotzdem euch in einem Kaloriendefizit befinden. Und das bedeutet, ihr müsst hart arbeiten. Justin, Alter, no homo, aber du hast wunderschöne Augen, Alter. Fast so schöne Augen wie ich. Schöne grüne polnische Augen. Ja, ihr baut nicht einfach Fett ab, nur weil ihr. Mal sind sie blau, mal sind sie grün, wie bei mir. Maschallah, wäre ich eine Frau, ich würde. Jetzt zum Beispiel Droster im Stack habt und trennen, das passiert nicht, das wäre eine Wunschvorstellung. Es sind einfach ein paar Komponenten, die euch dabei helfen, zum Beispiel Muskulatur zu erhalten oder einen trockeneren Look zu haben, wie bei Der ist so am Ölen, Alter, unglaublich. Droster. Was man aber allerdings erst Einfach Schweiß tropft auf Oberlippe. Dann sieht, wenn der Körperfettanteil schon wirklich gering ist. Also vergesst diesen Gedanken, ich nehme jetzt Droster rein und werde auf einmal shredded. Oder die Frage, kann ich NPP in der Diät nehmen? Ja, kannst du. Ich habe zig Athleten, bei denen ich zum Beispiel gar kein Trenbolon einsetze, weil es einfach noch nicht notwendig ist. Beispielsweise jemand, der mit einem 20% KFA rumläuft, da sollte der eigentlich gar nicht erst hinkommen. Aber wenn jemand zum Beispiel bei 16, 17. Oder nimm doch mal ein Handtuch für dein Gesicht ganz kurz. Das fuckt mich gerade mies ab, Alter. Prozent KFA ist, ja, und Diäten möchte, dann brauche ich noch kein Trenbolon, beziehungsweise der Athlet braucht noch kein Trenbolon. Es ist so unglaublich, ich sehe die ganze Noch kein Zeit, Trend. wie meine Schweißperlen hier durch das ganze Bild fliegen. Das ist ziemlich eklig. Aber nichtsdestotrotz, Sympathisch. wie gesagt, diese Person braucht einfach noch kein Trenbolon, weil sie noch kein. William, hast du schon mal Tren genommen? Nee, das ist verboten bei der GmbF. Da darf man kein Trenbolon nehmen. Eine Muskulatur verlieren wird. Das wird eher dann der Fall sein, wenn die Person beispielsweise bei 7, 6% Körperfett ist, wirklich schon hart am Diäten ist. Sagen wir mal in einer Wettkampfdiät, ja, die letzten 8 Wochen, wo es dann wirklich ans Fleisch geht, wo es wirklich anstrengend wird, dann kann man mal ein Trenbolonpräparat mit reinnehmen, das dafür sorgt, dass einfach die Proteine nicht abgebaut werden.
Und dementsprechend haben wir da dann eben den Muskelschutz und da macht es auch wiederum Sinn. Ja, ihr könnt auch mit NPP und Testo abnehmen. Hört auf zu denken, ja, mit NPP baue ich nur Muskulatur auf. Das stimmt nicht, ja. Jedes Steroid ist gleich anabol. Es geht immer um Kaloriendefizit oder Kalorienüberschuss, was die meisten wirklich nicht, noch nie gerafft haben. Ne? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Und dementsprechend ist es mir wichtig, das einmal gesagt zu haben, dass egal was ihr Intus habt, man kann auch als Naturalathlet in Form kommen. Und die meisten Netties sind härter als die ganzen Stoffer. Das stimmt. Guckt euch mal eine GmbF an oder eine Evo. Jetzt mal Spaß beiseite, ohne Witz. Siehe Patrick Teutsch, ja, der hat auf der Vader Classic letztes Jahr einfach alle mit seiner Härte zerstört. Der hat sich Dennis James genauso. Dreht und dann war Lights Out. Da kam keiner mit der Härte ran. Nicht mal ansatzweise. Der hatte Streifen im Arsch, die waren so dick wie mein Finger. Okay? Kein Scheiß. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen live. Damit ihr das einmal verstanden habt. Und dasselbe ist natürlich auch im Aufbau. Natürlich gibt es Dinge, die euch da auch wiederum unterstützen. Beispielsweise HGH und Insulin. Aber ihr müsst trotzdem hart und schwer trainieren. Und ihr müsst vor allem mehr essen, als ihr verbraucht, um wirklich Muskulatur aufzubauen, um überhaupt Körpergewicht aufzubauen. Und da hilft euch kein Deka, kein Bolde, kein Primo. Die unterstützen euch natürlich wieder auf dem Weg, aber ihr müsst trotzdem ganz normal balken. Ja? Das bedeutet, ihr müsst mehr essen, als ihr verbraucht. Ihr müsst auf jeden Fall, der wichtigste Punkt, Freunde, ist Pause und Regeneration. Also wenn ich was geändert habe in meinem letzten Aufbau, ist es, dass ich gechillter an die ganze Sache rangehe und versuche, so viel zu schlafen wie nur möglich. Und wenn ich merke, hey, mir geht es heute noch nicht so gut, ich habe schon Rest Day hinter mir und ich merke trotzdem, okay, ich bräuchte noch mal einen Tag Pause, dann mache ich auch noch mal einen Tag Pause. Weil ich gemerkt habe, je mehr Pause ich tatsächlich mache, umso besser wächst. Kollege von mir hat Trenn und Drost da drin. Hab den 2 Monate nicht gesehen und der sieht genauso aus wie vorher. Geil, Alter. Und das habe ich nicht nur an mir selbst bemerkt, das habe auch nicht nur ich gemerkt, das haben auch noch ein paar andere Leute aus unserem Kreis entdeckt, sage ich mal. Und ja, da hat er das wohl nicht verstanden. Der dachte wohl, Entschuldigung, ist schon spät. Der hat sich wohl gedacht, ich nehme ein bisschen Trenn und Roster und komme in Form. Nein, wenn seine Ernährung nicht passt, da passiert da so gut wie nichts. Dorian jetzt hat es damals vorgemacht. Der Typ hat einfach entdeckt, dass er mit irgendwie, keine Ahnung, 6 Arbeitssätzen pro Muskel und 4 Tagen Training ordentlich Muskulatur aufbauen konnte. Und warum hat er das dann so weiterhin gemacht? Ganz einfach, ich denke, Dorian war auch zu einem gewissen Teil faul, zumindest kann ich es verstehen. Wenn ich mit 6 Arbeitssätzen pro Muskel die Woche aufbauen würde, würde ich natürlich auch nur 6 Sätze machen und auch nur 4-mal die Woche trainieren, weil die restliche Zeit würde ich dann zum Regenerieren nutzen. Und das ist ziemlich, das ist ein Punkt, der ziemlich oft vernachlässigt wird. Vor allem in den Anfangsjahren, das war bei mir tatsächlich auch so. Und viele meiner Athleten sind auch so übermotiviert tatsächlich und sagen, hey, ich will mindestens 6-mal die Woche trainieren. Ja, und dann denke ich mir auch jedes Mal so, Digi, wenn du wirklich ordentlich trainieren würdest, wenn du wirklich intensiv trainieren dann kackst du bei 6-mal komplett ab und hast gar keine Performance mehr. Würdest, dann könntest du nicht mal 6-mal die Woche trainieren. Und ich höre auch immer wieder, dass Leute schreiben, ey, ich will an meinem Restday trainieren gehen. Also ich. Ich kenne das auch. Das war bei mir auch mal so. Weil man einfach, weil Training ist Highlight des Tages. Aber es macht halt keinen Sinn. Wenn man richtige Erfolge haben will, dann muss man tatsächlich manchmal seine Wünsche auf Seite lassen und mal einen Restday einlegen, ne? Auch wenn das Training Bock macht, ich weiß. Ich freue mich jedes Mal auf meinen Restday wie ein Baby und kann es kaum erwarten, Restday zu machen. Und bin sogar froh, wenn ich mal einen doppelten Restday habe, weil ich einfach weiß, wie man intensiv trainiert. Und vor allem, weil mir das Ganze natürlich auch nochmal den Benefit bringt, dass ich beim nächsten Training noch mehr Power habe. Ihr müsst es mal testen.
warum schwitzt er so, schreibt einer. Und der andere sagt, er im Pudding schreibt, er eifert Emir nach. Junge. Auch tatsächlich wieder mit vielen Athleten durchprobiert, wenn sie mal eine Woche nicht trainieren waren, aufgrund von einem Urlaub oder sogar leicht krank waren. Und die sind dann nach einer Woche wieder ins Training eingestiegen, waren die auf einmal stärker als vor einer Woche. Oder ich hatte es auch mal, ich war 2 Wochen lang wirklich stark erkältet und habe 2 Wochen lang nicht trainiert und habe beim ersten Training direkt einen neuen PR aufgestellt. Max ist auch das beste Beispiel, der trainiert gefühlt alle 3 Wochen einen Muskel und wird auch von Training zu Training immer stärker. Also vernachlässigt eure Regeneration nicht und hört auf mit dem Gedanken, dass Steroide euch abnehmen oder zunehmen lassen. Das passiert nicht. Das müsst ihr einfach über die Ernährung steuern. Außer Thais, ne? Knallst du dir rein, ziehst du direkt Haufen Wasser, Digga. Aber wer Finger weg von Thais, Freunde, ihr wisst. Über eure Aktivität und dann werden eure Ziele und Resultate folgen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet. Teilt es gerne. Lasst natürlich ein Like da und unterstützt mich auf big-som.de mit meinem Code JAM10. Und dann gibt es mehr von solchen. Richtig, Thais ist gleich Diana Boy. Real Talk Videos. Macht's gut. Schön. Kurzes, knappes Video zu der Thematik. Da kann ich Justin auf jeden Fall nur komplett zustimmen, Freunde. Stoff an sich bringt einen Scheiß, wenn die anderen Parameter nicht stimmen. Und die anderen Parameter sind Ernährung, Training, Regeneration. Ja, wenn das nicht passt, dann könnt ihr euch nicht mit Stoff hoch runterschredden oder hochzüchten. Es funktioniert nicht. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.